Hallo. Hallo. Ja. Hallo, ihr Lieben. Heute machen wir Tommys Adventskalender. Keine Ahnung. Ein neues Türchen in Tommys Adventskalender geht auf. Mit diesem wunderschönen Stück. Definitiv erfolgt hier kein Versand. Das Ding wiegt eine Tonne. Ist nur, in Anführungsstrichen nur, ein Lautsprecher. Und zwar für so ein Feldkino. Gut, nach vorne. Und stopp. Es steht nämlich hier in der Ecke und es steht halt nur in der Ecke. Das Ding ist hier, was ist das? Feldgrau gestrichen. Das ist gar nicht so Metallkanten. Schwer. Vielleicht andersrum. Hast du vielleicht recht? Skills. Oha, offen ist. Ehrlich. Die Raffi-Tücke verbirgt sich natürlich hier hinten. Feldkino, ich sag's schon mal. Also, Lautsprecher für ein Feldkino. Na, probieren wir aufzumachen, Anouk. Ja, die Rückwand gibt sie. Ah, ja, nicht schlecht. Ja. Und jetzt. Und da drin verbirgt sich außerdem noch natürlich Zubehör für das Feldkino. Das nennen wir einen zusammenklappfaltbaren, wie auch immer, zusammen auseinandernehmbaren Spultisch. Dann haben wir hier da drin vier, ne? Wie viele Spulen sind es? Vier. Vier Spulen. Wir haben da, ich glaube, ein 50 Meter langer. Was weiß ich, gefühlt 50 Meter ist da Wahnsinn. Ne, bestimmt keine 50 Meter. Aber es sind. Ist das schon viel? Sind schon ein paar Meter hier drauf auf dem Ding. Ich meine, eine Umdrehung hier ist ja schon 25 Meter. Sagen wir mal Verlängerungskabel für die. Oder Anschlusskabel für die Boxen mit dem Anschlussstecker. Wie gesagt, die Spulen mit Spulensicherung, also damit sie nicht beim Transport hier rausfallen. Davon sind, glaube ich, drei Metall- und eine Kunststoffspule. Dahinter verbergen sich so gekapselt und gedämmt ein bisschen die Lautsprechereinheit. Bestehend, glaube ich, aus vier Lautsprechern. Was haben wir hier drin? Achso, hier oben noch in den Fächern befanden sich wahrscheinlich mal, gehe ich mal davon aus, sowas wie Meopta. Das sind ja dann Objektive. Das ist eine Metallbox hier. Und da verbirgt sich drin, oh, allerhand Zeug. Pinsel zum Reinigen, Schraubendreher, oh. Eine Spule. Das ist hier, wie sagt man, Filmersatzmaterial. Also wenn man jetzt mal einen Riss in einem Film hat, dann wurde sowas, hier steht sie drauf, nee, Blankzins, das ist natürlich nicht, aber dann wurde, hier ist sie doch, mit dieser Klebemaschine. Ich glaube, das ist hier so ein Klebeding, Klebepresse für Filme von Siemens. Das alles und noch viel mehr. Dieses Teil, Adapter für irgendwas, Aufnahme. Was haben wir hier? Was ist das? Film. Plug. Filmzement. Das, da haben wir das ja schon. Um Filme wieder zu kleben. Dann haben wir hier noch eine Birne. Shioda-Lampe. Aus Japan. Oh, das ist bestimmt richtig teuer. Kyoda Denki Sankyo Co. Limited, Tokio, Japan. Hey, hey, hey. So eine Beamerlampe. Stromanschlusskabel. Wie gesagt, Klebepresse. Filmtape sozusagen, Material. Und das alles in einer schönen Metallbox. Ja, mit Deckel. Wie geht das? Also zuerst mal schraubt man. Ja. Das wahrscheinlich ab und nimmt es hoch. Ja, das ist Punkt 1 der Tagesordnung. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Locker. Hier noch. Kämpfe. Kämpfe? Ja. Tada! Ich hab hier einen komischen Griff wie beim Klettern. Jetzt bin ich ja selber gespannt. Ich weiß es ja selber nicht. Ich habe ja keine Ahnung. I want you. So. Jetzt haben wir die Teile. Wie funktioniert das? Nee, jetzt ist schon richtig. Das ist so, das hat ja auch. Ich glaube, jetzt wird das. Kann man das an einen Tischrand. Daran. Tischrand schrauben. Ne, da doch nicht. Da? Nein, ich glaube nicht, dass das hier rangeschraubt wird. An das Teil. Auf alle Fälle kann man die an eine Arbeitsplatte, Tisch etc. anschrauben, anscheinend. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kinders, fragt doch nicht so viele Dinge.
mit Übersetzung hier, die Kurbel natürlich. Ne? Auf alle Fälle wie so ein Spultisch ist das. Ne? Kann man denn schön. War einfach viel schonender natürlich für so einen Film, wenn man den einfach, für das Filmmaterial, wenn man den nicht nochmal durch diese ganze Projektorschlängelei, der ist ja so durchgeschlängelt durch so einen Projektor, wenn man den so zurückspult. So, jemand, der sich mit sowas auskennt, der weiß natürlich Bescheid, auch wie sowas funktioniert und wo man das festmacht. Wahrscheinlich geht das alles hier direkt mit diesem Gerät. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Meine Tochter weiß es. Die erklärt es euch jetzt nicht, weil sie weiß es auch nicht. Und da wir nicht wissen, wie es funktioniert und da wir nicht wissen, ob wir es jemals oder da wir definitiv wissen, dass wir es nie gebrauchen werden, ist ja bisher immer nur die Option gewesen, stehen lassen, verkaufen oder einfach weggeben. Das ist eure Chance. Wer es haben mag, darf sich gerne melden innerhalb von 24 Stunden und darf das Ding hier bei uns abholen. Also wer hier in der Nähe wohnt und wer Bock auf das Ding hat, wer sich mit alter, wie sagt man, Kinotechnik auskennt, darf sich gerne melden und darf sich diese Teil ab. Und vor allem hat es Funktion. Wenn man, ich schätze mal, dass das Ding sogar einen richtig geilen Klang hat. Hier vorne ist stabiles Metallgitter drauf. Ja, also das ist schon, das hört sich bestimmt auch cool an, wenn man es einfach nur als Zusatzlautsprecher einstöpselt. Hat mir hier in der Ecke nur gedient, wenn meine Kinder mal neben mir sitzen wollten, wenn ich am Computer war. Und da kann ich aber auch einen Hocker hinstellen. Das ist genauso gut, nimmt weniger Platz weg. Wer es haben möchte, meldet sich. Bis morgen Abend am besten machen wir wieder. Ja, wenn es mehrere sind, wie immer, wird ausgelost, die es haben wollen. Aber ich denke mal, auch bei dem Teil, genau wie mit dem Servi, wollt ihr auch keiner haben. Das Einzige, was weggegangen ist, ist der Pokal. Ansonsten kommt es auch zum Trödler. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt der Tommy.